So, es ist schon ziemlich spät, schon fast 12 Uhr, glaube ich. Aber ich mache das Video hier gerade noch, weil es mir doch ziemlich wichtig ist. Und zwar geht es in dem Video hier um den Fall Robert Enke, einem ehemaligen deutschen Torwart, Fußballtorwart, der sich laut meinen Quellen, ich verlinke die Quellen hier unten in der Videobeschreibung, am 10. November 2009 Suizid begangen hat. Nun zunächst einmal ist die Ursache von jedem Suizid das Verfangensein des Bewusstseins in einem Gedankenkonstrukt im Gehirn. Und das Verfangensein in dem Gedankenkonstrukt ist dann so stark, oder mal ist das Bewusstsein ist so stark in diesem Gedankenkonstrukt verfangen, dass man quasi mental ja, in einer Zelle sitzt, 30 mal 30 Zentimeter ungefähr, und sich wirklich gar nicht mehr bewegen kann, keinen Ausweg mehr hat. Ja. Und daher auch die Depressionen, die Ursache für einen solchen Selbstmord oder Suizid dann auch sind. Ja. Also wie schon eben erwähnt, der Robert Enke war ein ehemaliger deutscher Torhüter, hat unter anderem bei den Vereinen Borussia Mönchengladbach, Lissabon, FC Barcelona, Fenerbahce Istanbul und für Hannover 96 im Tor gestanden. Das Verfangensein von Gedanken, vom Bewusstsein, Gedankenmuster kann man auch als Konditionierung bezeichnen. Hier in dem Fall kann man erkennen, dass der Robert Enke konditioniert wurde als Fußballprofi. Das heißt nicht, dass an dem Beruf Fußballprofi was Schlechtes oder was Falsches ist. Es geht nur darum, um das Gedankenkonstrukt, in dem man verfangen ist. Sprich, dem Selbstbild als Fußballer. So, was ich hier zum Beispiel herauslesen kann, ist, dass es viele positive und negative Schwankungen, also sprich Höhen und Tiefen, in seiner Karriere gab, wie auch, also karrieretisch wie auch privat.